Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Also neben der Tatsache, dass ich Fotograf bin und euch hier regelmäßig mit fotografischem Wissen versorge, bin ich am Ende auch Technik-Nerd und ich habe mir vor einigen Wochen die AirPods Pro gekauft. Die AirPods Pro aus ganz bestimmten Gründen. Und zwar ist es folgendermaßen. Ich reise sehr viel und ich reise seit Jahren mit den Bose Quiet Comfort, erst mit den 25ern, dann mit den 35ern mit der Bluetooth-Funktion. Und die gefallen mir auch sehr gut. Ich finde diese Over-Ears sehr, sehr schön. Die schließen natürlich unfassbar gut den Klang drumherum ab und den gesamten Nerv in Flugzeugen, anderen Transportmitteln, aber auch wenn man irgendwo einfach mal in Ruhe sitzen möchte. Der größte Nachteil ist, muss man ganz klar sagen, an den Bose, dass es nach wie vor keine ordentliche Hörmuschel gibt. Diese Hörmuscheln sind aus so einem ekelhaften Kunstleder, worunter man unfassbar anfängt zu schwitzen, besonders wenn man sich bewegt oder im Hochsommer. Das finde ich sehr, sehr unangenehm und da würde ich mir einfach so eine weiche, schöne Ohrmuschel wünschen, so wie sie zum Beispiel meine bei Dynamics-Kopfhörer haben, die ich üblicherweise bei den Videodrehs verwende, um den Ton zu monitoren. Also das wäre einfach schön, wenn es eine ordentliche Ersatz-Ohrmuschel geben würde. Bei den Quiet Comfort gibt es nicht und es gibt auch niemanden, der eine ordentliche, flauschige, saugfähige nachbaut. So. Dann gibt es immer wieder das Thema, dass ich unter Umständen in irgendeinem Hotel auf dieser Welt sage, jetzt so ein bisschen Einschlaf-Podcast hören. Und zwar nicht den Einschlaf-Podcast, sondern irgendeinen Fotopodcast zum Einschlafen oder anderes oder ein bisschen Musik. Und das ist mit den Over-Ears auch sehr, sehr unangenehm. Also habe ich mir die AirPods gekauft. Ich hatte mir die ersten AirPods nicht gekauft. Jetzt mit der Noise-Canceling-Funktion und so weiter fand ich das sehr attraktiv. Und wir gucken mal erstmal gemeinsam hier in die Packung. Wir haben hier so ein bisschen Bedienungsanleitungszeug drin natürlich. Hier drin lagen sie in der Packung. Und dann machen wir mal hier noch auf nach unten hin. Da gibt es, ist ja klar, ein Kabel zum Aufladen. Und es gibt hier diese austauschbaren Ohrpropfen, sage ich jetzt mal. Damit ihr die Kopfhörer auf eure Ohren anpassen könnt. Ich habe die im Lieferumfang die schon montierten drauf behalten, weil bei meinen Ohren passen die sehr gut und benutze die Kopfhörer so. Die Einrichtung mit einem Apple-Telefon ist, warum geht das nicht wieder zusammen? Das geht doch so, okay. Die Einrichtung mit einem Apple-Telefon ist unfassbar einfach, weil in der Nähe des Telefons öffnet ihr die Dinger, macht die Box auf, dann geht die hier sofort auf Licht und dann sagt das Telefon, Achtung, ich habe hier die Kopfhörer gefunden. Beim ersten Mal muss man jetzt sagen, dass es seine Kopfhörer sind. Wenn man sozusagen sie schon mal verbunden hat, sind sie quasi jetzt verbunden und es geht los. Gleichzeitig, wenn man hier die Box aufklappt, wird einem der Akkustand der einzelnen Ohrhörer angezeigt. Und dasselbe gilt, wenn ihr, lass mich hier mal hochwischen. So. Wenn ihr im Smartphone, lass mich die Dinge hier mal aus der Box rausnehmen, so. Wenn ihr auf dem Telefon hier rüber wischt, dann wisst ihr, hier unten gibt es irgendwo dort die Übersicht aller Geräte, die irgendwie in der Nähe sind und mit einem Akku verbunden, ausgestattet sind von Apple. Und dann zeigt euch das Smartphone an, wie der Ladezustand ist. So, das funktioniert sehr gut. Sobald ihr die Dinger in die Ohren friemelt, was ich jetzt hier mal tue, sagen sie mit einem Signal Bescheid, Achtung, ich bin verbunden. Dann hört sofort der Raumklang auf, hörbar zu sein und ich habe sie jetzt in einer Funktion stehen, die ihr nämlich noch einstellen könnt. Hier, ich gucke mal ganz kurz, ob ich euch die zeigen kann. So, kleinen Moment, dann gehen wir hier rüber. AirPods Pro von Frank, da. Im Bluetooth-Menü geht sofort los, da sind sie. Informationen. So, ihr könnt im Bluetooth-Menü unterschiedliche Dinge einstellen. Bei mir steht das standardmäßig auf Transparenz. Das heißt, es gibt Noise Cancelling, aber das, was rund in Umgebungsgeräuschen gesprochen wird und was zu euch durchdringen soll, das lassen die Kopfhörer mit durch. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Funktion. Ihr könnt das Noise Cancelling auch komplett abstellen, dann sind einfach nur eure Ohren verschlossen aufgrund der Tatsache, dass ihr die Propfen in den Ohren habt. Ich kann mich also selber fast nicht hören, außer durch den Rachenraum quasi. Und ihr könnt hier auf Noise Cancelling gehen. Dann ist tatsächlich alles sehr, sehr still und es ist sehr, sehr gut abgeschlossen. Aber das, was ich jetzt spreche, höre ich auch nicht nochmal, weil es nicht nochmal mit durchgegeben wird, wie bei Transparenz. Das heißt, wenn ihr euch im Straßenverkehr bewegt, auf dem Fußweg oder sowas, wäre mein Vorschlag, schaltet Transparenz ein. So, wie sitzen die Teile? Ich finde, die sitzen sehr, sehr gut. Ich finde, darauf liegen mit so einem
auf dem Kopfkissen. Ist trotzdem nicht das Angenehmste, was ich mir vorstellen kann, weil es drückt tatsächlich so ein bisschen aufs Ohr. Aber es ist natürlich viel, viel angenehmer als Over-Ears. Mit denen kann man, also ich zumindest, kann mit denen eigentlich nur auf dem Rücken liegen. Ist also deutlich angenehmer. Ich nehme mal den einen raus und zeige das mal hier. Und die sitzen auch wirklich fest. Also ich habe es noch nicht geschafft, einen aus dem Ohr zu verlieren. Und ich höre von all denen, mit denen ich telefoniere, dass die Sprachqualität sensationell sein soll. Was mich ehrlicherweise wundert, weil, naja, es wird ja hier aufgenommen, ziemlich weit weg vom Mund. Und wie ihr seht, mein Ton jetzt hier nehme ich hier auf, ziemlich nah dran am Mund. Warum? Damit möglichst wenig Störgeräusche sind. Und da finde ich es ganz erstaunlich, dass diese Dinger so eine Sprachqualität haben. Halten tun sie so roundabout 2 Stunden. Ich glaube, Apple gibt 2,5 an. Aber wenn ihr das Case geladen habt, denn sie werden ja in diesem Case geladen, dann tut ihr die da rein und dann sind sie auch sehr, sehr schnell wieder aufgeladen. So, das ist hier so ein bisschen magnetisch ausgestattet. Das heißt, die flutschen da mehr oder weniger auch von alleine rein. Jetzt, wo ich es zeigen will, geht es natürlich nicht. So, ich stehe jetzt hier rein, tue, rutsche da ran, zu. Und dann werden die Teile geladen. Hier unten wird das Case mit Lightning geladen. Der größte Nachteil ist wahrscheinlich, dass der Akku in diesen AirPods Pro natürlich unfassbar klein ist. Das heißt, die werden nicht Ewigkeiten halten und man produziert eine Menge Elektroschrott. Das muss jetzt jeder für sich selbst wie immer entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Mir hilft die einfach beim Reisen. Ich finde sie unfassbar angenehm. Ich finde sie mega zum Telefonieren, wenn ich auf meiner abendlichen Runde zum Briefkasten bin oder aber mittags mal zur Post laufe oder auch so unterwegs bin. Selbst im Haus stöpsel ich mir schnell die Dinger rein, weil zum Telefonieren ist natürlich angenehm, du hast die Hände frei. Und derjenige, mit dem du telefonierst, hat einen einheitlichen Ton, weil du eben im Gegensatz zum Handy, wo du ja immer mal nach da sprichst, da und dort oder keine Ahnung, hast du natürlich einen sehr, sehr einheitlichen Ton, der wenig schwankt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit, viel Spaß mit deinen AirPods. Wenn du auch welche hast, schreib es hier unten gerne in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, ebenso. Ich möchte sie nicht mehr missen. Eins der Gadgets, was am sinnvollsten war in der zweiten Jahreshälfte, was ich gekauft habe. In diesem Sinne immer schön mal denken. Wir sehen uns wieder und viel Spaß beim Musik hören.